Hallo Freunde, mein Name ist Stefan mit BH und willkommen zu meiner Einführung in die Philosophie und ihre Geschichte. Thema heute: Niccolò di Bernardo de Machiavelli. Wenn man in der Politik jemandem Machiavellismus vorwirft, meint man damit, dass bei diesem jemand Staat und Machterhalt über die Bedürfnisse Einzelner und über moralisch-ethische Grundsätze gestellt werden. Machiavelli lebte von 1469 bis 1527 in Florenz, dem Epizentrum von dem, was wir heute die Renaissance nennen, und gilt als einer der wichtigsten Staatsphilosophen der Neuzeit. Neben seiner philosophischen Tätigkeit war er außerdem schriftstellerisch tätig und schrieb drei Komödien. Alleine das Leben des Denkers ist erzählenswert und könnte ein Video füllen. In eine angesehene, aber verarmte Familie in Florenz geboren, eignete er sich früh eine umfassende humanistische Bildung in der Bibliothek seines Vaters an. Damals herrschte die Medici-Familie in Florenz und der junge Machiavelli entwickelte eine starke Abneigung gegen deren politische Manipulation. Sein Biograf Volker Reinhardt schreibt, dass Machiavelli bereits damals das Wesen der politischen Macht als Ringen der Interessen und sozialen Schichten begriff. Er fand früh selbst seinen Weg in die Politik, gewann unerwartet eine Wahl zum Staatssekretär und verfolgte daraufhin eine erfolgreiche politische Karriere, bis die zuvor vertriebenen Medici zurückkehrten und unter anderem Machiavelli aus all seinen Ämtern entfernten. Kurze Zeit später, 1513, tauchte eine Liste mit Feinden der Medici auf, mit Machiavelli auf dem 7. Platz. Er wurde durch die Staatspolizei verhaftet und ergebnislos gefoltert. Im März dieses Jahres wurde er aus der Gefangenschaft entlassen und erst jetzt, mit dem Fall der Republik Florenz und seinem darauf folgenden Leben in Armut, begann die philosophische Arbeit Machiavellis. Den Rest seines Lebens versuchte er außerdem mit wenig Erfolg, erneut in der Politik Fuß zu fassen. Sein berühmtestes Werk Il Principe, der Fürst, auf das ich hier den Fokus legen will, stellte er noch 1513 fertig. Folgt man Volker Reinhardt, formuliert Machiavelli in diesem Werk als erster überhaupt die Grundsätze der Staatsräson. Diese besagen, dass ein Herrscher, um die elementaren Notwendigkeiten des Staates erfüllen zu können, die Gesetze der Moral verletzen können muss. Er darf, wenn es im Sinne des Staatswohls ist, die Rechte Einzelner verletzen. Ansonsten sei die Folge, dass der Herrscher zusammen mit dem Staat untergeht. Hey, mir ist gerade was aufgefallen. Seht euch das mal an. Nur knapp 7% von euch haben den Kanal abonniert. Und ja, das ist eine clevere Wendung des Videos, dass ich hier fast im Sinne Machiavellis Moral hinten anstelle, um euch zu sagen, dass ihr auf jeden Fall mal den Kanal abonnieren und auf die Glocke klicken sollt, um meiner Herrschaft meinen Kanal zu erhalten. Es ist also für einen Herrscher egal, ob er als gut oder böse gilt. Wichtig ist lediglich sein Erfolg. Nur drei moralische Gebote gelten nach Machiavelli auch für den Herrscher. Erstens, du sollst dich nicht an den Gütern deiner Untertanen gütlich tun. Zweitens, du sollst dich nicht an ihren Frauen vergreifen. Drittens, du sollst nicht einfach aus Spaß töten. Kann man sich dran halten. Für den Erfolg in der Politik ist es nach Machiavelli außerdem entscheidend, den richtigen Schein zu erzeugen. Er schreibt: Die Menschen urteilen im Allgemeinen nach dem Augenschein, nicht mit den Händen. Sehen nämlich kann jeder, verstehen können wenige. Jeder sieht, wie du dich gibst, wenige wissen, wie du bist. Und diese wenigen wagen es nicht, sich der Meinung der vielen entgegenzustellen. Denn diese haben die Majestät des Staates zur Verteidigung ihres Standpunktes. Solange man also richtig gesehen wird, wird man die Mehrheit der Menschen hinter sich haben und damit auch die Macht. Der Fürst muss zwar einige Aspekte der traditionellen Moral wahren, um richtig gesehen zu werden, im Interesse der Staatsräson darf er aber auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. In Il Principe untersucht Machiavelli eine Reihe von Fürsten im Laufe der Geschichte daraufhin, wie erfolgreich diese waren und inwiefern diese seinem Ideal eines Herrschers entsprachen. So beschreibt er vor allem Cesare Borgia als beinahe perfekten Fürsten, der durch ein brutales Vorgehen seine Macht in von ihm eroberten Gebieten erhielt. Volker Reinhardt sieht in dem Buch einen Bruch mit bisherigen Traditionen der Politik und Philosophie, vor allem des Mittelalters, und meint, dass in dem Werk der Politik die Maske der Wohlanständigkeit heruntergerissen und Herrschaft als Inszenierung der Propaganda entlarvt wurde. Politik wird hier als skrupelloses Machtspiel gezeigt, in dem die Herrschenden nicht davor zurückschrecken müssen, brutal und gierig zu sein, um ihre Ziele zu erreichen. Nach Reinhardt werden von Machiavelli in Bezug auf die Politik diese bestürzenden Fakten beschrieben, analysiert und ohne jeden Aufruhr zur ethischen Besinnung akzeptiert.
Es handelt sich also keineswegs um einen Aufruf, diese Umstände zu verändern. Was dann auch erklärt, wieso Machiavellismus bis heute als Vorwurf verwendet wird. Machiavelli richtet sich direkt gegen ihm vorangegangene, sowie auch gegen die meisten Denker und Denkerinnen seiner Zeit, die meinten, Herrscher sollten tugendhaft und gut sein. In seinem Werk Mensch und Staat kehrt sich Machiavelli auch insofern von den im Mittelalter mit der Herrschaft verbundenen Werten ab, als dass er der Religion keinen großen Wert beimisst. Ein Herrscher, der einfach auf Gott vertraut, statt entschlossen zu handeln, muss bei Machiavelli zwangsläufig scheitern. Dabei ist es allerdings nicht so, dass Machiavelli nicht auch an das Wohl des Volkes gedacht hätte. Die Idee ist hier eben, dass ein Herrscher sich nicht freundlich und passiv verhalten dürfe, wenn er sein Land schützen und der Bevölkerung Sicherheit und Wohlstand bringen wolle. Ein Aspekt, in dem Machiavellis Staatsphilosophie in Il Principe zudem anderen Vorstellungen seiner Zeit voraus ist, ist seine Empfehlung, die Alleinherrschaft zu beenden und in eine republikanische Ordnung zu überführen, in der das Bürgertum aktiv beteiligt wird. An dieser Stelle noch vielen Dank an meine Unterstützer auf Steady. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, falls auch ihr den Kanal unterstützen wollt. Beenden wollen wir das Video mit einer Frage, denn wenn etwas gute Herrschaft ausmacht, dann ist es wohl die Frage. Sollten ein Herrscher oder eine Regierung brutal sein dürfen? Oder sollte die Führung eines Landes immer denselben ethisch-moralischen Grundsätzen wie die Bevölkerung unterliegen? Hinterlasst mir eure Gedanken dazu in den Kommentaren und wir sehen uns das nächste Mal wieder.